Willkommen zurück zu Let's Play Command Conquer Tiberian Wars. Letzten Part haben wir Hampton Walls erobert. Und bevor ich es vergesse, ich bin euer Drunky Monkey, falls ihr mich noch nicht kennen solltet. Gut, jetzt machen wir Lady AFB Air Force Base. Nod konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Tu das! Und wir machen das. Lane Air Force Base. Nord-Truppen haben alle wichtigen GDI-Plattformen der Region überrannt. Sie haben daher Befehl, die Lane Air Force Base zurückzuerobern. Benutzen Sie einen kleinen GDI-Vorposten an der Küste als Ausgangsbasis. Wir setzen Ihr Team in der Nähe ab. Sichern Sie den Vorposten und nehmen Sie unsere Landeplattformen wieder ein. Bringen Sie dann ein paar Orcas in die Lüfte und schlagen sie Nord zurück. Okay, machen wir das. Oha, Treffer. Verstärkungen bereit. Ui, Grenadiere. Einheit bereit. Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstandsnest in dem Gebiet. Schalten Sie die angreifenden Nord-Truppen aus, um sie zu übernehmen. Haltet die Waffen bereit. Einer. Alles klar. Gebäude wird gesichert. Haltet die Stellung, Soldaten! Geh mal da rein. Okay, Männer. Feindlichen Stützpunkt in Sicht. Da war so einer, da war so einer. Kuh. Yeah. Die haben nur Grenadiere, okay. Und los! Die schaffen wir. Lass doch mal hier. Ne, meine Gebäude. Granaten! Granaten! Oh, sind die laut! Unsere Basis oh, ich muss den Ton ein bisschen leiser machen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Oh, noch mehr? Leer, lauft doch in Siberium rein. Los, los! Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? Gefechtsstand. Vorgeschobene Basen dienen in allen Zonen unabhängig der äußeren Gegebenheiten als Ausgangspunkt für die Operation der GDI. Das Herz der vorgeschobenen Basis ist ihr Gefechtsstand. Die in diesen Gebäuden stationierten Feldkommandeure hatten den Kontakt mit den örtlichen GDI-Verbänden und koordinieren den Operationen leistungsfähige Radar- und Kommunikationssysteme ermöglichen. Ist schon alles total falsch vorgelesen irgendwie. Egal. Mit den Frontverbänden. Allerdings ist der Betrieb der genannten Systeme außerordentlich energieintensiv. Ja, dass er mich da rausgeholt hat. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Was? Empfange Nachricht. Commander. Es gibt noch zwei intakte Landeplattformen. Wenn wir sie zurückerobern, haben wir Luftunterstützung durch die Orca. Okay. Commander, die Landeplattformen werden angegriffen. Retten Sie die wichtigsten Gebäude, so schnell es irgendwie geht. Die werden jetzt bestimmt nicht angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Reichert sie aus! So, einer geht mal da rein. Sie haben keine Chance. Die andere läuft mal da unten hin. Da reingehen und dann ein Ziel markieren. Die Scharfschützen der GDI können mögliche Artillerieziele markieren. Wählen Sie das Schlachtschiff oder ein Artilleriegeschütz aus und aktivieren Sie es mit einem Klick auf den Bombardement-Button. Einsatz befördert. Okay. Der redet und redet und redet und redet. Okay, Männer. Ich komme doch gar nicht mehr mit hier. Rücken vor. Gut, wir kaufen erstmal zwei BMTs, erstmal für den Standard, damit wir die zwei Typen da voll kriegen. Das reparieren wir nach. Und dann haben wir hier noch so ein Ding, worauf wir irgendwo hinballern können. Hä? Kann ich das nicht? Oh, Moment mal. Ist das Gebiet sicher? Ah, Scharfschützen, genau. Wir rücken vor. Die Typen brauche ich, damit ich das Bombardement starten kann. Genau. Und die werden jetzt auch schön getarnt bleiben. Nicht schlecht. Granaten bereit? So. Okay, Männer. Befördert. Ich weiß auch jetzt schon mal, dass wir einen Ingenieur brauchen. Wofür weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass wir ihn brauchen werden. Nähern uns Ziel. Wir gehen mal hier oben. Ich nehme an, hier sind weitere Scharfschützen. Commander? Ich habe keinen Schimmer, wofür ich den Scharfschützen brauche, aber ich bin sicher, ich brauche ihn für irgendwas. Waffen klar machen. Und du wärst mal leer? Ah je. Bravo 1 meldet sich zum Dienst. Okay. Bravo 1. Noch zwei Bravo-Teams im Stadtgebiet, Commander. Lauf du mal runter. Es kann losgehen.
BMT erwartet Befehle. Euch ernenne ich zu Team 1, dich ernenne ich zu Team 2. Es kann losgehen. Team 1, leer mal das Gebäude hier. Oh, das spiegelt ja im Boden. Hä? Wieso spiegelt das hier im auf der Straße? Hä? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Ist das die Zukunft? Zum Angriff! Formbare Spiegel. Spiegelnde Straßen, meine ich. Oh. Sprengkommandos. Ziemlich eklige Gegner. Bonusziel. Ach, genau. In der Stadt westlich von ihrer Position steht eine Raffinerie. Nehmen Sie sie ein, um ihre Einkünfte und die zusätzlichen Ressourcen zu erhöhen. Deswegen brauche ich die. Unterwegs. Wo ist unser nächstes Ziel? So. Nicht bewegen. Ziel wählen. Unsere Befehle? Perfekt. Der macht auch nicht mehr. Das ist unser Speerteam. Und kaputt. Gruppentransporter. Feindliche Einheiten in Sicht. Ist das so? Wie ist unsere Position? Feindliche Kann ich die einnehmen? Schön, von uns zu sehen. BMT, wie ist der Plan? BMT, fahr mal hier rüber. Scharfschützenteam. Was ich mit dir mache, weiß ich nicht. Deswegen grenze mal zurück. Bravo im Stadtgebiet, Commander. Commander? Kommt mal her. Ziel wählen. Wie ist unsere Position? Kann ich euch da reinstopfen, gefahrlos? Tatsache. Es kann losgehen. So. Macht sie fertig. Ihr kümmert euch mal um die da. Empfange Nachricht. Nord kontrolliert das Gebiet mit einem großen Stützpunkt im Nordwesten. Okay. Der Stützpunkt ist gut gegen Bodenangriffe gesichert. Da muss das letzte Bravo-Team sein. Das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. BMT, wie ist der Plan? So, Gruppentransporter. Team letztes Bravo nehmen wir natürlich nochmal mit. Feuer! Und hier sind die Typen. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Hier Bravo 2, vorsichtig, hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Scharfschützen, lass mich raten. Scharfschützenteam. Scharfschützenteams schalten feindliche Infanteristen mit bemerkenswerten Präzision aus. Solange sie sich nicht bewegen, sind sie unsichtbar und können nicht geortet werden. Darüber hinaus sind Scharfschütze in der Lage, Juggernauts-Einheiten im Umkreis von mehreren Meilen Zielen zuzuweisen. Die Besatzung der Juggernauts kann alle feindlichen Einheiten und Gebäude in der Nähe aktiver Scharfschützenteams unter Beschuss nehmen. Commander, wo ist unser nächstes Ziel? So, dich brauche ich, du musst mal ein bisschen näher rangehen. Gruppentransporter. Operation du. Läuft. Lass mal die Leute raus. Ich kümmere mich um alles. Ja, tu das. Ist das Gebiet sicher? Gebäude eingenommen. Bonusziel erreicht. Ziel wählen. Es reicht noch nicht. Scanne neues Gebiet. Ziel wählen. Ich weiß. So, jetzt habe ich dich. Okay. Wir rücken vor. Du rennst zurück. Einheit befördert. BMT erwartet Befehle. Ihr fahrt auch mal zurück. Unterwegs. Okay. Ausbildung. Team Commander? Dingsbums ist noch hier? Nee. Gruppentransporter. Ich bin mir nicht sicher, ist er jetzt zurückgerannt oder nicht? Wir kommen. Wie ist unsere Position? So, die warten auf jeden Fall mal da. Ebenso wie die hier. Da wir die wahrscheinlich nur überhaupt nicht mehr noch neu bauen können. Ja, können wir auch nicht. Machen wir 3, 4, so, müsst ihr hinhauen. Ist einsatzbereit. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen wollte. BMT einsatzbereit. Genau. Nein. Hä? Haltet durch. Oh, ich bin nicht total verwirrt. Warte mal, ich habe jetzt 5 Stück. Commander? 2 Stück haben. Ja. Ausbildung. Da will ich nur 1. 2, 3, Infanterietruppe bereit. 4. Dann baue ich noch so einen, genau. Melden uns zum Dienst. So, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich wieder drin. Scharfschützen-Typis. Gegner in der Nähe. Platziert euch mal hier hin. Denn wir wollen jetzt ein paar Leute ausschalten. Ziel wählen. Hallo. Raider-Buggies können, glaube ich, getarnte Einheiten. Treffer. Oh oh. Sind unterwegs. Bleiben außer Sicht. Ich bin mir nicht sicher, was sie da gerade machen. Auf jeden Fall kann ich die abfangen. Raketentrupp kampfbereit. Das sind, glaube ich, aufgepasst. Gratulierende Blödmänner. Bereit. So.
genau. Euch ernenne ich zu Team 1. Ihr könnt alles angreifen, was sich bewegt. Nähern uns Ziel. Diese Fähigkeit ist eigentlich ganz gut, wenn man irgendwas angreifen will. Deswegen heißt es ja auch Offensivstellung, damit ihr auch wirklich alles angreift. Oh ne, ich habe die verpasst. Egal. Habe ich hier nicht Let's Play 1 irgendwo gespeichert? Ach doch, hier. Oh, das ist aber doof. Aber macht nix. Ziel B. So. Wir warten nur einfach, bis sie wieder zurückkommen. Dann feuern wir ab. Ich hoffe, ich reagiere schnell genug. Kommt. Ich warte immer noch. Vielleicht sollen wir ein bisschen hier hinschießen. Feindliche Einheiten in Sicht. Sind das die jetzt oder irgendwelche andere Einheiten? Die sind jetzt da unten. Ich warte. Wir warten. So, ich sehe die da unten. Nee. Ziel wählen. Also irgendwann müssen die zurückkommen. Das sind Raider-Buggies. Die sind ein bisschen schneller als normale Fahrzeuge. Irgendwann werden sie hier zurückkommen wollen. Vielleicht. Maybe. Och, Junge, seid ihr lahm. Ach, komm, egal. Attacke. Wir machen sie selber platt. Das sind nur BMTs, oder? Nee, Pitbull. BMTs, meine Pitbulls. Haltet durch. Ah, Pitbull. Ich weiß nicht, ich mag diese Dinger hier nicht. Also die Fahrzeuge. Also, das sind ja einfach nur so leichte Panzer-Luftabwehr-Dinger. Operation läuft. Die nichts drauf haben. Ziel bestätigt. So, der geht kaputt. Den da knallen wir auch bitte ab. Und den da. Dann noch die Leute. Haltet durch. Und wo sind die Fahrzeuge? Die Panzer? Nüchter. Commander? So, ist da oben echt nichts? BMT, wie ist der Plan? Doch. So, Katerinisten. Feuer! Ihr knallt die da bitte ab. Auf sie. So, genau. Und dann noch den. Initialisiere Video. Ho. Die Landeplattform ist gesichert, Commander. Jetzt schicken wir Ihnen die Orcas. Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Notstützpunkt aus. Danke für den Landeplatz, Commander. Wir hatten fast kein Kerosin mehr. Ich nenne euch Team 1. Skull-Geschwader, holen wir dem Commander die Landeplattform zurück. Aktualisiert. Ziel B. Wir haben Kontakt, Sir. Wieso stehst du da unten an? Die Sicherung der Landeplattform stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung. Das bedeutet, dass ihre Infanteristen und die meisten ihrer Fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit haben, Ox-Transporter anfordern zu können. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Echt? Auf sie. Auf. Ich hoffe, die ignorieren mich. Ziel W. Aber ich kann sie jetzt abschießen. Ja, zwei habe ich zumindest getroffen. Das speichern wir gleich nochmal. Die Dinger dürfen wir, glaube ich, nicht so verlieren. Ich wollte dich gar nicht alle Team 1, 2 nennen. Pilot hier. Euch nehme ich Team 1. So, Team 1, unterwegs. Rüber mit euch. Ich glaube, die haben auch so eine Fähigkeit, ja, getarnte Einheiten entdecken. Ziemlich praktisch. Genau aktiviert. Vor allem bei Nordsammler. Die haben die Bedürfnisse immer zu tarnen. So. So, ihr kommt mal rüber und zerstört dieses Geschütz. Macht man das kaputt. Zack, zack, zack. Zack, da, 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 da. Perfekt. Und das auch noch. Zack, zack. Nicht schlecht. Die Orcas sind ja ziemlich heftig. Ich habe nicht erwartet, dass sie so stark sind. Das war auch in Imperium Sun immer so die Sache mit den Orcas. Das sind eigentlich die reinen Panzerkiller. Nähere mich Ziel. Aber gegen sonst normal sind sie eigentlich zu nichts zunutze. Sind eigentlich total sinnlos. Orcas, also. Ansonsten sind sie doch recht stark und flexibel. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tada! Ja, Sir, erwarten Befehle. Und Team 2 kommt rüber. Verstanden, Orcas sind unterwegs. Ich will sie jetzt einfach eiskalt hier platt machen. Schon fies irgendwie. Roger. Dann die Waffenfabrik. Nein,
Nachladen, nachladen. Wow. Kommander? Und ihr könnt mal rüber. Ich glaube, wir jagen noch die Panzer in die Luft und dann nehmen wir noch mal die BMTs mit. Wir wollen ja versuchen, so viel wie möglich wegzuräumen. Ziel zerstören. So, ihr zerstört das. Angriff starten. Dann das. Kann alles drauf. Jo, gut. Ja, Sir, erwarten wir einsatzbereit. Team 2, ja, genau. Orcas, oh. Venomgleiter, gegen die können wir nicht vorgehen. Ziel kommt schnell näher. So, Angriff läuft. Den da. Ja. Pilot hier. Einheit wird angegriffen. Ne, warte mal. Zur Basis. Geht mal zurück. Hier, Pitbull. Bin unterwegs. Pitbulls. Und los. Kümmert euch mal um die Venomgleiter. Holen wir sie uns. Die sind auch nämlich Luftabwehrverteidigungsdinger. Hier, holen sie uns. Ja, die sind halt nicht die stärksten. Das ist das Problem bei denen. Aber ansonsten sind sie doch recht flexibel. Sagen Sie mal so. Den Raider Buggy nehmen wir natürlich nochmal mit. Beziehungsweise den Pit, Nordmod. Der Nordmod ist ungefähr vergleichbar mit dem Pitbull. Einfach nur so ein Aufspeereinheit, die nicht wirklich stark sind. Aber halt gegen so leichte Panzer wie Raider Buggies effektiv. Aber sonst nicht so beeindruckend. Ziel wählen. So, meine Freunde. Hier steigt mal aus. Hier geht mal ein bisschen näher hin. Ziel wählen. Genau. Ist das Gebiet sicher? Scanne neues Gebiet. Hier geht auch mal ein bisschen näher hin. Die knallen wir auch nochmal ab. Ziel wählen. Wir wollen ja alle mitnehmen. Orca unterwegs. Also wenn schon, denn schon. Ist hier ein Sammler? Nee. Man kann es ja mal versuchen. So, dann den Panzer. Dann, ja. Ziel zerstört. So, genau. Pilot hier. Ziel kommt schnell näher. Den da oben unten kümmern wir uns gleich. Erstmal hier noch Geschütze, Panzer, Silos, Kraftwerke. Muss alles weg. Muss man nicht machen, aber ich mach's gerade. Einfach aus Prinzip. Positiv. Raketen ausklinken. So, das kaputt. Genau. Ziel wählen. Nee, nicht nah genug. Wie ist unsere Position? Ziel wählen. Immer noch nicht nah genug. Sie? Ich hoffe, dass ich dir es nicht zu nah. Ziel wählen. Perfekt. Der sieht mich zwar, aber. Ui. Zack. BMT, wie ist der Plan? So, euch nenne ich Team 4. Unterwegs. Ihr geht mal hier hin. Einsatzbereit. Angriff. Ihr kümmert euch mal um den Panzer. Dann knallen wir noch hier die ganzen Leute ab, wenn wir schon dabei sind. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Roger. Zack. Angriff läuft. Perfekt. Ziel erfasst. Und dann noch das da hinten. Orca bereit, Sir. Orcas, Attacke. Nicht schlecht. Ich glaube, die haben hier mehr Sammler, oder? Scan läuft. Tatsache. Nein. Jetzt Raketen ab, Sir. Noch nicht. Stabilisatoren aktiviert. Erstmal noch das da. Alles ist immer online. Und dann noch das hier. Orca Gut. Pilot. Erwartet Befehle. Ihr könnt alles angreifen. Was, worauf ihr Lust und launig seid. Unterwegs. Perfekt. Zum Angriff. So, wir pulverisieren natürlich jeden. Ich meine, was wären denn wir denn für Leute, wenn wir das nicht tun? Gruppentransporter. So, legt da mal Minen ab. BMP erwartet Befehle. So viel zu den Minen. Unterwegs. Wir Hi. Unterwegs. Unterwegs. Oh, kommt. So, ist halt doch nicht so. Mach sie fertig. Das Schlimme hier sind wirklich diese Fanatiker. Die sie explodieren müssen. Ziel bestätigt. Nähern uns Ziel. Eieiei. Oh je. Ach, scheiß drauf. Auf sie. Stabilisatoren aktiviert. Fanatiker, ich hasse die. Ich hasse hier diese. Die Sprengmeister, die sind einfach so bescheuert. Pilot hier, Kommander. Warum sollte man sie unbedingt selbst töten müssen wollen? Ziel
Ziel erfasst. Da. Oh, und den nehmen wir natürlich auch mal mit. Perfekt. Einheit befördert. Einheit befördert. Mission erfolgreich. Och, ich verstehe das nicht. Es gibt ja auch immer wieder diese Kamikaze-Menschen, die sich immer selbst in die Luft sprengen wollen. Also wegen religiöse Glauben und so, aber warum sollte man sich selbst in die Luft sprengen? Also ich glaube, ich werde bestimmt niemals an jemanden so sehr glauben, dass ich mich gerne freiwillig in die Luft sprenge. Das mache ich einfach. Das ist doch Blödsinn. Was soll das denn für eine Glaubensrichtung sein, wo man verlangt wird, dass man sich selbst in die Luft sprengt? Man kann zwar glauben, aber doch nicht so extrem. Tada! Wups! Alles ab. Wir haben bestimmt hier neue Geheimdienste, die ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Nun, Commander, hervorragend gelöst. Danke. Die C ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle Vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie, der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle, es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie, aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mir, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander, schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Nott einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der Ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt, der Sieg gehört uns. Der ist für mich viel zu kriegszeiberig, ehrlich gesagt. Naja gut, nächster Part, das Weiße Haus. Ich hoffe, der Part hier mit Lanley Air Force Base hat euch gefallen. Gebt ein Like oder einen Kommentar, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Command & Conquer Tiberian Wars mit der GDI. Ade.